Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Node Repeats, ein NodeFX-Device, mit dem man schöne Rhythmen machen kann. Wie man das genau macht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir einfach mal los. So, das ist das Node Repeats Device. Dann gehen wir einfach mal über das Device drüber. Hier ist wieder so ein Ausschaltknopf. Dann gibt es hier ein paar Presets, die man auswählen kann. Dann ist hier der Titel des Devices, den man hier im Inspektor verändern kann. Dann gibt es die Fernsteuerung, die Remote Controls. Da gibt es zwei Seiten davon, die man schön mit seinem MIDI-Gerät benutzen kann. Und dann gibt es noch die Modulationsleiste, die man auf- und zuklappen kann. So, und dann geht es auch schon hier mit dem Device los. Und ich springe jetzt einfach mal von ganz oben nach unten. Denn das Node Repeats hat drei verschiedene Optionen. Das erste ist Node Pattern, was wir uns angucken. Danach Burst und dann Euclid. So, jetzt aber wieder nach oben. Ich habe oben einen Clip angelegt, der ist einen Takt lang, hat eine Note und klingt ohne das Node Repeats Device so. Eine durchgezogene Note. So, wenn ich das Node Repeats Device anmache, mit den Standardeinstellungen, dann klingt diese durchgezogene Note klingt dann so. So, und das hat den Grund, weil hier 16 eingestellt sind. Das heißt, diese langgezogene Note, die von einem Takt, wird in 16 unterteilt. Und dann gibt es hier vorne dran noch den Multiplier, also der die Rate einstellt, wo ich sage, okay, diese Einteilung ist jetzt einmal in 16, oder ich kann jetzt, wenn ich das spielen lasse, kann ich das hoch und runter schieben. Und dann sieht man schon, wenn ich die Zahlen nach unten schiebe, also kleiner mache, wird es auch schneller. Und wenn ich sie nach oben schiebe, wird der Abstand auch länger. Das heißt, ich kann hier wunderbar einen Verlauf von langsam nach schneller oder schneller nach langsam oder hin und her mit den 16 wunderbar stufenlos modulieren. So, und in dieser ganzen Auswahl gibt es natürlich auch Sekunden, Millisekunden, und es gibt hier auch den Pitch, und der Pitch ist nichts anderes als die Frequenz. Das heißt, wenn ich jetzt die Note, die ich hier am Start habe, wird die als mit dem Pitch als Timebase genommen und die klingt dann so. Wenn ich die dann immer mehr unterteile, dann komme ich dann auch wieder auf etwas trennbar Hörbares. Und je weiter höher ich gehe, desto schneller wird die Wiederholung. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hier auf 16. Dann kommen wir schon zu den nächsten zwei Drehreglern. Das eine ist Gate. Und Gate beeinflusst die Länge der Note. Steht auch unten in der Statuszeile. Gate Length. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel nach links, also zudrehe, werden auch die Noten immer kürzer. Bis zum Schluss habe ich dann nur noch so ein Ticken da quasi dran. Unter dem Gate gibt es noch Hold Until Next Trigger. Und der sagt nichts anderes als, vergiss das Gate, spiel mir jede 16. Note eine 16. lang und gut ist. Da könnte ich jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt so eine Einstellung. Und dann kann ich das hier aktivieren. Könnte natürlich auch hier schnell drehen oder so, geht auch, aber so kann ich das direkt anschalten. So, und das Decay ist nichts anderes als, unten steht das auch, Velocity Decay. Das heißt, hier wird die Velocity manipuliert. Und zwar die erste Note bleibt in der Original-Lautstärke. Und wenn ich jetzt hier mit der Decay zum Beispiel runtergehe, wird die nächste Note zum Beispiel ca. 95% auf die Lautstärke von 95% reduziert. Die darauffolgende Note wird dann auch wieder auf die Lautstärke von 95% der vorangegangenen Note reduziert und so weiter. Und die 95% kriege ich nicht hin, außer ich gebe es ein. Ich habe jetzt aber keine Lust, das einzugeben. So, und jetzt habe ich hier mal einen Clip hingelegt. Den schalte ich auf Aufnahme.
das ist von vorhin noch drin. Machen wir das mal weg. Zack, zack. Und da hinten ist noch was. Und jetzt lassen wir es nochmal aufnehmen hier. Und da sieht man schön, das ist original. Und dann fließt das langsam runter, so in, wenn der nächste immer nur noch 95 ist, immer so in minus 5% Velocity-Schritten. Man kann dann einfach so ein Fade quasi hinlegen. So, das ist Decay. Und das Ganze geht natürlich auch nach oben hin. Das heißt, wenn ich den bei dem Clip den ersten ganz leise mache hier und das Decay, was hatte ich, 110% circa, genau, mir diesen Track hier wieder angucke, lasche mal das wieder raus hier, nehmen wir wieder auf, dann sehe ich hier unten in der Velocity, dass er langsam ansteigt. Kann Fade In quasi damit machen. So. Und dann gibt es hier unten noch die Wahrscheinlichkeit. Oh, das hier mal wieder auf 100%. Mit der Wahrscheinlichkeit sage ich einfach, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Note gespielt wird. Und im No-Pattern-Modus ist das so, dass die Wahrscheinlichkeit nicht für die erste Note gilt, sondern für alle nachfolgenden. Das heißt, die erste Note in so einem No-Pattern-Clip wird immer gespielt und die nachfolgenden halt mit der Wahrscheinlichkeit, die ich da angebe. So, jetzt kommen wir zum Burst-Modus. Und der Burst-Modus macht nichts anderes, als dass ich sage, okay, es wird hier nur einen Teil der Noten gespielt. Das heißt, linke Seite bleibt gleich, rechte Seite kommen neue Parameter dazu. Und die sind erstmal aufgeteilt in einen Pattern-Block. Und in dem Pattern-Block gebe ich an, wie der unterteilt wird. Ich habe jetzt hier 16 zum Beispiel. Wenn ich das jetzt hier komplett aufdrehe, werden 16 Noten gespielt. Und die kann ich durch das Density wieder reduzieren. Das heißt, ich kann durch das Density sagen, ich habe hier zwar eine Länge von 16 Noten Aufteilung, aber du spielst mir jetzt einfach nur, machen wir einfach mal hier, 4 Noten. Das heißt, von den gesamten 16 Noten, wenn ich das jetzt laufen lasse, werden nur 4 Noten gespielt. Man sieht schön, wie der hier so weiterläuft und dann immer die 4 Noten am Burst-Anfang spielt. Und das Ganze kann ich natürlich auch rotieren hier. Weil hier fängt es immer auf der 1 an, hier oben. Das heißt, wenn ich das anfange zu spielen und habe das rotiert, spielt dieser Burst an einer anderen Stelle. So, und jetzt gibt es darunter noch den Accents-Bereich. Ich drehe das hier gerade nochmal zurück und mache vielleicht mal ein paar mehr hier. Und mit dem Accents-Bereich sage ich halt einfach, wie viel dieser Noten akzentuiert sind, also volle Velocity haben. 100% haben sie alle. Ups, 100% haben sie alle. Und wenn ich jetzt weniger gehe, sieht man schön visuell, wie die kleiner werden. Ich mache das mal hier extra nochmal. Zack, 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 zack. Das heißt, wenn ich jetzt das so einstelle, habe ich 2 Noten, die sind akzentuiert, also original Lautstärke. Und dann die restlichen Noten, also die restlichen 4 Noten in dem Fall, sind auf 30, knapp 30% Velocity reduziert worden. Ich glaube, ich muss hier auch mal wieder auf laut stellen. Ich habe das ja vorhin reduziert, hat mich schon gewundert. So, wenn ich jetzt hier 3 Noten nehme. Auf 3. Und so, jetzt habe ich hier 3 akzentuierte, 3 nicht akzentuierte und einfach nicht gespielte Noten. Darunter gibt es jetzt noch den Opposite-Knopf und der Opposite macht nichts anderes, als dass er die akzentuierten mit den nicht akzentuierten Noten vertauscht. Sieht man schön, das sind die nicht akzentuierten. Ich mache die mal so ein bisschen größer, damit die sich von den nicht gespielten Noten abheben. Und die werden dann einfach getauscht. Wenn ich hier jetzt noch ein paar mehr Noten eingebe, zum Beispiel so, und das
noch weniger mache und die nicht akzentuierten hier und dann nochmal Opposite drücke, werden die einfach getauscht. Die einen werden zu den anderen und die anderen werden zu den einen. So, und dann gibt es noch Keep Accent, und Keep Accent macht nichts anderes, als wenn ich hier die Wahrscheinlichkeit benutze und Keep Accents anmache, und ich mache jetzt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit rein, dann werden die akzentuierten Noten immer gespielt. Und bei den anderen kommt es drauf an. Da spielt dann die Wahrscheinlichkeit eine Rolle. Ein bisschen mehr. So. Das heißt, Keep Accents behält die akzentuierten Noten. Das ist das ganze Geheimnis. So, jetzt gehen wir weiter in den Euclid-Modus. Die Keep Accents machen wir wieder raus hier. Und machen hier alles wieder auf 100, weil es so schön ist. Und bei Euclid ist es ja so, euklidischer Algorithmus sagt nichts anderes. Ich habe eine bestimmte Länge, wo ich eine bestimmte Anzahl von Noten spielen kann. Ich will aber jetzt zum Beispiel bei dieser Länge von 16 Sechzehntel, will ich jetzt zum Beispiel nur 13 Sechzehntel spielen. Und diese 13 Sechzehntel versucht der Algorithmus so gleichmäßig wie möglich über die gesamte Länge der 16 Sechzehntel zu verteilen. Und dann kann das Ganze so klingen. Und wenn ich jetzt weniger Noten reinwähle, das kann ich schön mit diesem Algorithmus machen. Und dann habe ich natürlich, wie beim Burst-Modus, wieder die Akzente zur Verfügung, was das Ganze nochmal ein Stückchen interessanter macht. Genau das gleiche mit Opposite. Dann werden die akzentuierten zu den unakzentuierten und die nicht akzentuierten werden zu den akzentuierten Noten. Und Keep Accents wieder genau das gleiche. Da kann ich wieder die Wahrscheinlichkeit nehmen und bei Keep Accents bleiben dann die akzentuierten Noten da. Wenn ich jetzt mal komplett ausschalte, werden nur die gespielt. Und dann habe ich schon meine verschiedenen Rhythmiken. So, das ist schon das ganze Device. Und jetzt könnte man zum Beispiel hingehen, so ein klein bisschen rumspielen, sagen, ich habe hier eine Drum Machine, habe jetzt drei Noten durchgezogen auf der Kick, auf der Snare, auf der Hi-Hat und kann jetzt einfach mal so quasi das ganze Ding ein bisschen nachbauen. Ich nehme jetzt einfach nur mal die Kick hier rein und hätte jetzt 16 mal die Kick. Das will ich gar nicht. Ich will jetzt nur 4 mal die Kick. Und könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt Quarter Note. So, und jetzt hätte ich schon mal 4 mal die Kick für ein 4 to the floor. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sowas ähnliches mit der Snare machen. Das habe ich auch 16 mal, das möchte ich gar nicht, das ist mir alles viel zu viel. Also sage ich, will vielleicht Quarter Note machen, aber dann komme ich in die Bredouille. Quarter, dann habe ich die immer auf der Kick. Ich will aber nur Kick und Kick Snare, Kick und Kick Snare. Also gucke ich mal. Burst Note ist auch nicht so das, was ich will. Nee. Also gehe ich mal in den Euclid-Modus rüber. Lass das. Kann ich das vielleicht auf 4 machen? Auf 2? Nee, ist auch nicht gut. Dann machen wir es. Beziehungsweise müsste das hier natürlich auch auf Quarter stellen. Auch nicht gut. So, dann machen wir das hier wieder auf 16. Ne, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich habe doch jetzt hier die Snare ausgewählt. Ne, ich habe jetzt gerade, glaube ich, die Kick zerdreht. Genau. So, dann machen wir das nochmal schnell. Quarter Note auf die Kick. Das Ganze hatten wir mit No Pattern.
Dann müssen wir natürlich auch die Kick hier spielen. Okay, jetzt haben wir die Kick wieder. Jetzt haben wir die Snare, da gehen wir dann auf den Euklid. So, dann drehen wir das Ganze hier auf mal 4 auf Quarternote. Dann wollen wir natürlich zweimal haben. Und zwar nicht auf der 1 und auf der 3, sondern auf der 2 und der 4. Deshalb rotieren wir das Ganze. Ups. Ganze ohne Akzente. Soll alles gleich laut sein. Mit der Kick zusammen. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Dann haben wir noch die Hi-Hat hier am Start. Und gleich nochmal anklicken, sonst gibt es wieder einen Unfall. Die könnte ich jetzt einfach so lassen, wenn ich die so haben wollte. Ich gehe aber hin und sage, ich will den Euklid hier haben. 16 Schläge sind gar nicht mal schlecht. Und hier mit den Akzenten, ihr habt es schon gehört. Jetzt füge ich einfach verschiedene Akzente ein. Das klingt zum Beispiel gar nicht schlecht. Und auch mal Opposite probieren. Klingt auch nicht schlecht. Jetzt könnte ich noch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen runterdrehen. Und Last Keep Accents. Dann habe ich meinen Grundrhythmus mit dabei. Und wenn ich jetzt alles anschalte, habe ich mir schon einen Rhythmus gebaut. Und könnt jetzt einfach mit der Hi-Hat noch so ein bisschen rumspielen. Und kann mir so verschiedene Rhythmen generieren, indem dass ich einfach die Schalter hier hoch und runter drehe und einfach so ein bisschen ausprobiere. Das war's. Das ist das Note Repeats Device. Und man kann da noch eine ganze Menge mehr wunderbare, schöne Experimente mitfahren. Lasst mich wissen, was ihr damit macht. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Freue mich immer über Rückmeldungen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bleibt vor allem gesund. Bis bald. Ciao, ciao.